Und damit also moin moin und herzlich willkommen zur ersten Runde im DFB-Pokal mit der Partie zwischen RB Leipzig und natürlich unserem Club, dem 1. FC Nürnberg. Und ihr hört so ein bisschen im Hintergrund, Top-Atmosphäre hier in Leipzig. Knapp 44.000 Zuschauer sind da in dieser ersten Runde und wollen natürlich das Wunder sehen. Aber ich denke, wir als Favorit, wir sollten das irgendwie hinkriegen heute gegen den Drittligisten aus Leipzig. Das erste Pflichtspiel für uns als Clubtrainer, das erste in dieser Saison. Und das wollen wir natürlich möglichst nicht verkacken, nachdem wir, denke ich mal, eine doch relativ gute Vorbereitung gespielt haben. Nur eben die letzten beiden Partien, ja, dann ein bisschen verloren haben. Und das hat das Ganze natürlich insgesamt, beziehungsweise jetzt zum Ende hin, nicht mehr ganz so gut aussehen lassen. Erstmal aufgepasst hier. Aber Ildis macht die Sache gut. Sprich, am besten heute nochmal gewinnen gegen Leipzig. Was heißt nochmal? Heute gewinnen gegen Leipzig den Auftakt. Das erste Pflichtspiel. Und dann können wir mit einer richtig guten Form reingehen in die Saison, in den ersten Spieltag dann gegen die TSG 1899 Hoffenheim. Und dass wir hier, wie gesagt, der klare Favorit sind, das ist, denke ich mal, sowieso klar. Also von dem her sollten wir das heute packen. Aber ihr wisst, wie das laufen kann. Der Underdog, ne, wenn es da einmal läuft, wenn da die Fans, das Publikum noch dahinter steht und man möglichst lange die Null hält, dann ist da vieles möglich. Sprich, das sollten wir verhindern. Auf jeden Fall kein Gegentor zu kriegen. Möglichst ein frühes Tor schießen. Ja, und dann ist alles in Ordnung. Und jetzt würde ich sagen, habe ich mal genug geplappert hier für den Anfang. Wir gucken rein, knapp 7 Minuten gespielt. Bisher noch nichts Großartiges passiert. Jetzt die erste Chance. Und leck mich fett. Gleich mal ein schönes Ding von Packard. Setzt ihn an die Latte, oder? War der an die Latte? Ich weiß es nicht. Tornetz oben oder Latte, egal. Auf jeden Fall knapp drüber. Also da sind wir zum richtigen Zeitpunkt, bin ich da fertig geworden mit meinem Monolog. Aber das müssen wir jetzt versuchen zu wiederholen. Kiyotake kommt hin. Gut nach vorne gelegt. Da ist Thomas Beckert. Oh, der ist zu lang für Hofmann, oder? Den kriegt er nicht mehr ganz. Ball im Aus. 10 Minuten rum. Wir bisher mit 56% Ballbesitz. Ihr seht, wir heute auch in den weißen Auswärtstrikots. Die Leipziger sind auch in den Auswärtstrikots angereist, weil sie auch weiße hatten. Dachte, das sieht so besser aus. Beckert, aufgepasst. Kommt, geh hin. Eswein kommt nicht hin. Schade, aber wir haben ihn nochmal. Ildis. Ihr seht, wir machen gleich mal kräftig Druck. Kiyotake sieht Beckert. Er schießt. Und wieder ist Koltori da, der Keeper, der ihn rausholt und ihn jetzt hat annimmt, beziehungsweise dann mit der Hand aufnimmt. Wir gucken mal rein, die Ergebnisse oder beziehungsweise die Spielstände oben. Die Kickers aus Offenbach 1-1 gegen Düsseldorf. Fortuna Köln führt mit 1-0 gegen Bayern 04 Leverkusen. Also vielleicht ist heute der Tag der Wunder, aber hoffentlich nicht in diesem Stadion hier. Hoffentlich nicht bei uns. Beckert hat die Chance. Beckert wieder zu leichtfertiger vergeben. Aber habt ihr gesehen, wie schön der Ball da durchkam? Eigentlich eine richtig gute Möglichkeit. Entweder er lupft ihn richtig oder er zieht mal richtig ab und haut das Ding einfach in die Maschen. Hofmann, gut gemacht. Neuzugang da oben von Dortmund geliehen. Kommt über die rechte Seite. Sieht Hiroshi Kiyotake, sieht Beckert. Der ist frei. Beckert kommt nicht durch. Aber wir erhöhen die Schlagzahl. Wir geben hier richtig Gas in den ersten Minuten. Genauso muss es sein. Das findet Schlapp hier auch. Jetzt muss nur noch ein Tor her. Dann sind wir, denke ich mal, alle zufrieden. Knapp 20 Minuten in dieser ersten Runde vorbei. Eswein, auf den wir hoffen, dass er einfach auch ein bisschen konstanter wird, als er es momentan in echt ist. Erste gelbe Karte hier, die der Schiedsrichter zücken muss gegen Thiago Rockenbach da Silva. Ich glaube, ehemals Cottbus-Spieler, wenn mich nicht alles täuscht. Der gute Mann bekommt also den gelben Karton. Nee, nochmal zurück zu Eswein. Also da müssen wir echt gucken, dass der einfach mal seine Form bestätigen kann. Boah, ich dachte schon, der geht durch. Dass der auch einfach mal ein paar Wochen oder ein paar Spieltage hintereinander gut spielt. Kiyotake mit dem Kopf. 1-0, 23. Minute. Der kleine Japaner, der kleine Mann, macht die Bude rein. Also wunderbar. Ich denke, die verdiente Führung hier gegen Leipzig habe ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so richtig kommen sehen. Dachte eher, das wird nichts. Aber Kiyotake setzt sich gut durch, markiert die 1-0-Führung und damit, ja, spiegelt sich, sage ich mal, auch so ein bisschen das Ergebnis im Spielverlauf wieder. Oder wie sagt man schon, ne? So die Richtung. Auf jeden Fall steht es 1-0. Das ist die Hauptsache gegen Leipzig. Jetzt müssen wir gucken, dass wir da am besten gleich nachlegen. Leipzig hier weiter nicht ins Spiel kommen lassen. Und dann sieht das richtig gut aus. Aufgepasst, Fran ist durch. Und Schäfer mit einer Glanztat. Mein Lieber, wie er den noch ausholt. Hut ab. Hätte ich ihm ganz ehrlich gesagt jetzt nicht zugetraut in der Situation. Super gemacht. Nachdem er ja auch so ein kleines Formtief hatte in der Vorbereitung. Als er so eine 5er-6er Form hatte. Ne? Das war ja auch ein Kapitel für sich. Aber da hat er sich rausgeboxt. Von dem her super gehalten. Absolut genial. Hofmann kommt vorbei an Jung. Hofmann hat ganz viel Platz. Immer noch Jonas Hofmann. Wo will er denn hin? Er will ins Tor. Hofmann legt in die Mitte. Beckert steht aber ganz, ganz knapp im Abseits. Ja. Steht da einen halben Meter drin. Und somit die Chance vertan, gibt den Abstoß bzw. den Freistoß
für Leipzig. 15 Minuten noch im ersten Durchgang. Ich will hier nicht, dass wir noch eine Zitterpartie erleben. Von dem her, Jungs, macht das zweite. Und dann passt die Sache. Dann ist schon fast ja eine Vorentscheidung perfekt. Absolut. Wir gucken mal rein. Leverkusen gleicht aus oben. Ihr seht's, Bender mit dem Tor gegen Fortuna Köln in der 33. Minute. Papa Dimitrio in die Mitte gelegt. Gut aufgepasst vom Torschützen von Kiyotake Nilsson. Wieder der Spielmacher, wieder der Japaner, der kleine, wendige Mann, der vielleicht so ein bisschen zum Star werden kann unter uns, da im Mittelfeld als Spielmacher. Papa Dimitrio gegen Chandler. Chandler macht das gut, presst gut und holt ihn sich fast. Fehlt natürlich aber jetzt auch hinten Kaiser. In die Mitte gelegt, Jung. Aber ihr merkt, die kommen nicht so richtig vor. Jetzt ein guter Pass, da ist Fran, jetzt haben sie die Chance. Und dann hauen sie ihn auch eiskalt rein. Daniel Fran, der Pokalschreck. Der Mann, der, glaube ich, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr 3 Buden gemacht hat in der ersten oder zweiten Runde für Leipzig, schlägt auch heute wieder zu. Ball geht an die Latte, titscht unten auf, geht oben ans Tornetz und drin das Ding. 1:1 der Ausgleich. Das, was wir auf jeden Fall vermeiden wollten, ist also eingetreten. Noch in der ersten Halbzeit das Gegentor oder überhaupt ein Gegentor hier gegen Leipzig. Hofmann, vielleicht geht ja noch was. Vielleicht können wir das ja wieder ausbessern, das Ganze hier. Wieder vergessen machen. Wo will Hofmann denn hin? Was macht denn Hofmann? Freunde, wo will denn Hofmann hin? Hallo? Jetzt spielt er ihn mal. Hasebe, okay. Hat dann ein kleines Dribbling da gemacht. Zum kleinen Sprint angesetzt. Ildis nach unten gelegt. Pinola spielt das Ganze jetzt erstmal hinten rum. Jetzt der weite Ball von Pinola auf Esswein. Esswein spielt in die Mitte. Da ist Thomas Peckhardt. Den kriegt er noch gut auf Kiyotake. Kiyotake mit der Chance zum zweiten. Und der Keeper holt ihn raus, gibt nochmal die Ecke. War relativ mittig platziert, das Ding. Trotzdem Probleme da bei Coltori. Aber am Ende gibt es dann nur den Eckball. Nachspielzeit. 2 Minuten angezeigt. Die ist gut, die ist richtig stark. Kaiser kann nochmal klären. Rockenbach, da Silva gegen Pinola. Den grätscht er um, passt auf. Nee, macht er nicht. Weiter Ball. Kommt hin, Nilsson. Gut gemacht. Vielleicht nochmal die letzte Möglichkeit. Schiri pfeift noch nicht ab. Esswein ist nochmal da. Alex Esswein, oh, der macht das super, der macht das spitze, der sieht Kiyotake, wieder Coltori da, wieder geklärt, das gibt's doch nicht. Und es gibt nochmal die Ecke, Schiri pfeift immer noch nicht ab, ich dachte schon, gibt nochmal den Eckball, die Standardsituation dafür den Club. Macht jetzt die Bude rein, Freunde, macht den jetzt rein, komm, nach hinten gelegt, der ist gut, oh, mit dem Kopf vom 16er. Und das dürfte es gewesen sein, oder? Immer noch nicht. Der Schiri lässt immer noch weiterspielen. Esswein nochmal. Wird gefoult. Es gibt sogar nochmal den Freistoß. Hier die gelbe Karte für Rockenbach. Da Silva, der hat schon. Und damit fliegt der Ampelkarte für den Leipziger. Das spielt uns natürlich kräftig in die Karten. Aber war das eine gelbe? Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, dass er da eine gelbe verdient hätte. Kiyotake. Abgefälscht. Pinola. Aber aus der Position, aus der Entfernung, glaube ich, braucht Pinola in dem Fall nicht schießen. Coltori da. Nicole Torti, so heißt der gute Mann. Letztendlich ohne Problem. Und das dürfte es doch jetzt mal gewesen sein, oder, Fandrich? Jawohl, jetzt pfeift er ab, der Schiri, nach gefühlten 10 Minuten Nachspielzeit. Ist also Feierabend. Kiyotake mit dem 1:0 für uns. Fran mit dem Ausgleich. Das Silva mit der Gelb-Roten. Und ihr seht, guckt euch das an. 56% Ballbesitz. 9 Schüsse, 6 davon aufs Tor. Wir sind die klar spielbestimmendere Mannschaft. Aber das ist wichtig, das Ergebnis. Und hier steht es 1:1. Sprich, Leipzig kann stolz sein. Aber wir müssen gucken, ne? Die haben jetzt einen Mann weniger. Die werden sich jetzt noch mehr hinten reinstellen. Damit werden wir fast noch weniger Räume kriegen, als wir es jetzt eh schon haben. Und von dem her wird das nicht unbedingt einfacher werden. Zum Teil natürlich schon, aber wir müssen erstmal die Lücken finden. So, ich motiviere hier vor allem mal einen Kiyotake, lobe ich. Wobei der relativ bald raus muss. Ihr seht es, frische technisch absolut angeschlagen. Dann machen wir hier mal. Und Ildis noch. So. Halbzeitansprachen, ich habe mitgegeben, wir schaffen die nächste Runde, stand jetzt noch nicht. Wir schaffen das noch, Freunde. Ich gehe hier trotzdem weiter offensiv ran. Wir müssen einfach weiterkommen. Das können wir heute uns nicht leisten. Das können wir den Fans nicht zumuten, dass wir hier in der ersten Runde, wie schon so oft, ausscheiden. Na, ihr wisst ja, beim Club, da liegt alles so eng zusammen. Erfolg und Misserfolg. Ja, so eng wie wahrscheinlich bei keinem anderen Verein. Da wird man Pokalsieger, da steigt man ab. Da wird man Meister, man steigt ab. Das ist einfach nur richtig krass. Und von dem her müssen wir gucken, dass wir heute gleich mal gut reinstarten in diese Saison. Am besten mit einem Sieg, am besten mit einem guten Sieg hier auch noch. Noch ist ja alles drin und wenn man ganz ehrlich ist, wir hätten auch die Möglichkeit gehabt oder es hätte auch zur Halbzeit ganz anders ausschauen können, dass wir zum Beispiel 3:0 führen. Wäre auch alles noch drin. Von dem her ist das Ergebnis dann doch ein bisschen unfair. Hasebe
Guter Ball, der ist aber weg. Gibt hier erstmal den Abstoß nach knapp 50 Minuten. 4 Fouls von Leipzig, 2 davon Da Silva und 2-mal Gelb bekommen. Finde ich gut. Müller sieht Kaiser. Kaiser nach vorne gelegt. Fran, gut von Nilsson, passt da super auf. Ildis macht das Spiel schnell. Sieht Beckhardt, der sieht Hiroshi. Kiyotake schön auf Hofmann. Der braucht fast ein bisschen zu lange. Hofmann holt ihn sich nochmal. Also gefällt mir bisher ganz gut. Allerdings ja auch manchmal mit so ein bisschen Fehlpässen jetzt gerade. Aber dafür auch zum Teil mit Superbällen, die er da spielt und mit einer guten Übersicht. Papa Dimitriou. Was macht er? Läuft auch erstmal zurück. Chandler kommt nicht in den Zweikampf. Chandler fehlt hinten. Jung, genau da fehlt Chandler, aber der Fehler schon passiert. Kiyotake auf Hofmann. Hofmann, komm, geh ins Dribbling, Freund. Kannst du doch. Gib den Einwurf und wir gehen mal rein. Wir werden mal wechseln. Ich muss Kiyotake jetzt mal rausnehmen. Das hat soweit keinen Sinn mehr. Und ich werde einen Mendler auf die 10 stellen, oder? Wen hätten wir noch? Hofmann, nee, Mendler macht das. Auf in die Taktik. Da passt soweit alles. Und dann darf Mendler hier den Spielmacher machen. Ist schon eingestellt, sehr schön. Okay, auf geht's, Jungs. Komm, halbe Stunde haben wir knapp noch. Stand jetzt geht's in die Verlängerung. Und ihr wisst, wie unser Frische und Fitnessstand ist derzeit. Das wäre nicht unbedingt gut. Also wir sollten das eigentlich in den 90 Minuten fix machen. Sprich, in den noch verbleibenden 30. Packard, oh, der hat das super eigentlich gemacht. Gut den Ball kontrolliert, aber letztendlich ist die Sache dann doch nicht gut verlaufen. Esswein wird geblockt. Packard, ja, super, wie wir arbeiten. Ganz, ganz stark. Chandler. Aber wir verlieren die Dinge auch manchmal viel zu leicht. Also die erste Halbzeit war um einiges besser als das, was wir gerade eben präsentieren oder überhaupt im zweiten Durchgang. Viel zu viele Fehlpässe, viel zu viel Klein-Klein und einfach nicht, ja, direkt genug, einfach nicht konsequent genug, was wir da heute, beziehungsweise jetzt in den letzten knapp 20 Minuten zeigen. Mendler, guter Pass. Beckhardt kann sich durchsetzen. Beckhardt, komm jetzt. Beckhardt! Coltorti ist da. Erste gute Möglichkeit im zweiten Durchgang da von uns, aber letztendlich auch zu wenig, um einen Coltorti zu bezwingen. Nochmal Packard, weit mit nach hinten gearbeitet, aber Fran im Stürmerduell sozusagen holt sich die Kulle. Paulsen vorbei an Ildis. Kaiser von Leipzig kommt weiterhin gar nichts, aber Fran ist gefährlich. Aber Schäfer holt den Ball super raus. Gute Parade da. Dankbarer Ball für den Keeper. 23 Minuten bleiben uns noch hier. Pinola. Weiter Ball auf Mendler. Nein, Packard nimmt ihn Spiel runter. Packard braucht zu lang. Kann nicht kommen. Muss er gleich spielen. Da muss er doch nicht erst noch in die Mitte ziehen, um ihn dann wieder nach außen zu spielen. Geht auch alles einfacher. Hofmann. Jonas Hofmann. Guter Ball wieder auf Mendler. Komm, mach das Spiel schnell. Schön gemacht. Chandler. Weiter Ball. Kommt nicht an. Aber Hasebe ist nochmal da. So ein bisschen Powerplay, aber ohne konsequent zu sein, was wir da gerade fabrizieren. Das sieht alles ganz nett aus. Aber wir spielen eben nur bis zum 16er. Und weiter kommen wir irgendwie nicht. 20 Minuten noch. Schafft's hier Leipzig wirklich, sich in die Verlängerung zu quälen? Mit einem Mann weniger hier das kleine Wunder zu vollbringen. Jung. In die Mitte gelegt. Hasebe kommt nicht ran. Da ist nochmal Fran. Und Schäfer ist da. Leck mich fett. Der war jetzt nicht so schlecht. Denn wenn er noch einen Ticken höher kriegt, einen Ticken schärfer, dann hat Schäfer da, glaube ich, ein Problem. Pinola. Nochmal Ildis. Sieht Mendler. Nein, der kommt wieder nicht an. Mensch, schaut euch an, was da für Platz ist. Ab der Mittellinie bis zur Abwehrreihe der Leipziger. Das sind gefühlt 10 Meter. Schäfer holt ihn raus. Erste Riesenchance da für Leipzig im zweiten Durchgang. Und Schäfer mit einer super Parade. Also jetzt schon zum zweiten Mal, dass er da sich super lang macht und das Ding noch rausholt. Hofmann, guter Ball. Mendler, schön. Packard, aber der ist fast ein bisschen zu alleine. Packard, komm, spiel. Spielt ihn. Es war ein... Und Coltorti holt ihn raus. Also was Chef auf der einen Seite macht, macht Coltorti auf der anderen. Jetzt Juri Jutt in der Partie. Ex-Vierter, oder? Juri Jutt. Das ist ja schon gefühlt wieder ewig her. Wobei, so lang ist gar nicht, ja? Mann, die Zeit vergeht. So, aufgepasst. 79. Pinola, die ist gut. Packard, nein, Nilsson ist es. Nilsson macht das 2:1. 79. Minute. Und da hat er wieder zugeschlagen. Der Goalgetter der vergangenen Saison. 5 Buden hat er gemacht. Im vergangenen Jahr. Und heute sein erstes im ersten Pflichtspiel. Traumtor. Traumhaft gemacht, per Kopf das Ding reingesetzt. Und wir müssen nochmal wechseln. Schon wieder komplett vergessen. Ich bring vorne mal Ginczek noch für die letzten Minütchen.
Und wir werden hinten nochmal wechseln. Tatav rein für Pogatetz, der auch so langsam schon am Limit ist hier. Also Frische und Fitness technisch stehen wir noch nicht so gut, aber wir haben auch, glaube ich, noch 1,5, 2 Wochen Zeit, bis wir dann letztendlich in die, oder 1,5 Wochen, glaube ich, sind's, bis wir in die Bundesliga starten. Also ich glaube, die kleine Pause da, die tut uns nochmal ganz gut. 7 Minuten noch und die Freude zum 2-1 oder über das 2-1 ist jetzt fast so ein bisschen untergegangen hier. Aber es ist eigentlich ein Muss, ganz klar. Aber wir können froh sein, dass wir das jetzt hier erzielt haben. Jetzt müssen wir nur hinten gucken, dass wir nichts mehr zulassen, aber das, denke ich, kriegen wir noch gebacken. Gincheck. Gut gemacht. Auf Hasebe. Der wieder hoch. Da ist Esswein. Der den Langspiel nochmal geblockt. Ta, Jonathan. Ta, der Mann, den wir auch verpflichtet haben, beziehungsweise geliehen haben. Hasebe. Weit nach vorne gelegt. Hofmann. Oh, wieso rennt er da nicht gleich? Ball geht ins Aus. Gebt den Abschluss, während ihr im Hintergrund nochmal die Fans hört. Ich weiß gar nicht von wem. Kämpfen und siegen höre ich, aber mehr noch nicht, weil ich so laut rede. Guckt euch mal an. Freiburg führt 7-0 gegen Kassel. Auch nicht schlecht. Also auch die geben richtig Gas. Ta mit dem guten Zweikampf holt sich die Kohle. Pinola nach vorne gelegt. Da ist Alex Esswein. Sieht nochmal Mendler. Komm, macht noch eine Bude. Mendler. Oh, das ist super gespielt. Von Mendler auf Hofmann. Aber die kriegt er nicht. Wallese Maus gibt hier den Einwurf. 8-0 mittlerweile. Köln 3-0 gegen Offenbach. Das ist noch ein Ergebnis. Regensburg, gegen den spielen die gegen Aue. 2-0 für Aue. Silvestre in der 88. Ja, mit der Entscheidung hier. Und Havelzer gegen Stuttgart. 1-2 zu 5. Aber Havelzer trotzdem mit 2 Toren. Nicht schlecht. Also die werden fast schon so ein bisschen zur Bundesliga-Schreck. Aber das war's jetzt erstmal in unserem Spiel. Freiburg macht noch das 9-0. Bei uns ist Feierabend hier. 2-1 Sieg gegen Leipzig. Ich denke, spielerisch echt gut gespielt. Also da haben wir echt schönen Fußball gezeigt, zum Teil nicht zielstrebig genug, aber so im Ansatz war das super. 8 Schüsse aufs Tor, 14 Schüsse insgesamt, das Ganze bei 54% Ballbesitz. Ich denke, der Sieg, ja, der geht absolut in Ordnung. Hätte ein bisschen höher ausfallen können. Also das war jetzt nicht so ein Krampfspiel, wobei wir mussten schon ein bisschen zittern, weil wir eben die Bude nicht gemacht haben. Aber es war nicht so, dass irgendwie Leipzig uns das Leben verdammt schwer gemacht hat, sondern weil wir uns einfach ein bisschen blöd angestellt haben. Aber gut, Hauptsache weiter, das ist die Devise hier in der ersten Runde. Freiburg gewinnt sogar noch 10-0 gegen Kassel. Also die wurden richtig abgeschlachtet, Freiburg hatte richtig Spaß. Wir gucken jetzt uns mal, würde ich sagen, die Ergebnisse an. Und zwar im Nachbericht, bevor wir hier noch lang rumquatschen. Und hier sind wir. Also auf geht's, Leipzig 2-1 gegen den Club, beziehungsweise 1-2. Das ist das wichtigste Ergebnis, ganz klar. Kiyotake mit dem 1-0. Nilsson mit dem 2. per Kopf. Musste halt einen Standard her, um hier wiederum den Siegtreffer zu erzielen. Aber ist, denke ich mal, auch ganz gut, dass wir das so hingekriegt haben. Ist vielleicht auch ganz wichtig. Ich meine, der Club, ne, standardmäßig war er ja immer ganz gut. Jetzt war wieder so ein Durchhänger, dann ging es mal wieder bergauf. Also, wenn wir da wieder diese Bestmarke erreichen, dann können wir absolut zufrieden sein, wenn wir da möglichst viele Buden machen. Denn ihr habt ja gesehen, was das für eine Waffe sein kann, ne? Ein Nilsson und so weiter und so fort. Wenn wir da einfach mal auch mal nicht so ganz so gut spielen und eine Ecke kriegen, kann durchaus mal ein Tor fallen. Und das ist doch das, was wir dann letztendlich auch mal erzwingen können, wenn wir schon so gute Leute haben. Aber jetzt gucken wir mal rein. Wie sieht's aus? Bielefeld fliegt raus. Augsburg besiegt Bielefeld mit 2-0. Bremen 2-0 gegen den KSC. Braunschweig Sieg nach Elfmeterschießen 4-3. Gegen Rot-Weiß Erfurt, die Bayern mit einem 2-0 gegen Darmstadt. Schalke 4-1 gegen Osnabrück. Hannover verlässt uns. Hannover verliert mit 2-1 gegen den 1. FC Saarbrücken. Zimmer da mit dem Doppelpack. Wolfsburg ist weiter. Mainz gewinnt gegen Holstein Kiel. Der HSV mit einem knappen 1-0 gegen Elversberg. Die Duisburger hauen Hoffenheim raus. Phil Ofosu Aye in der 86. mit dem 3-2. Die waren sogar bis zur 80. 2-1. Und drehen da nochmal das Spiel. Hut ab. Stuttgart 6-2 gegen Havelse. Frankfurt weiter gegen Babelsberg. Die Dortmunder mit einem 3-0 gegen Carl Zeiss Jena. Freiburg 10-0, wie gesagt, gegen Hessen Kassel. Leverkusen 2-1 gegen Fortuna Köln. Auch lange, lange gequält. Hertha 3-0 gegen Zwickau. Gladbach 2-1 gegen Lotte. Dresden 2-1 gegen Frankfurt. Okay, auch ganz cool. Fjell in der 92. mit der Bude. Sandhausen haut Cottbus raus. Düsseldorf 3-1 gegen die Stuttgarter Kickers. Aue 2-0, was haben wir noch? Paderborn mit einem 3-2 gegen Wien Wiesbaden. Haben wir noch Aachen? Aachen 4-1 Niederlage gegen den VfL Bochum. Oh, schade. Köln 3-0 gegen Offenbach haben wir gesehen. Illertissen, oh, fliegt leider raus. Philipp Hofmann, da gibt es nochmal einen. Da gibt es nochmal einen Philipp Hofmann, okay. Fürth ist weiter, 2-1 gegen Burghausen. Also das Derby kann durchaus passieren. Und Aachen auch hier noch. Pauli gegen Rostock 1-0 und Chemnitz 2-1
gegen Ahlen. Lautern noch weiter. Ich glaube, jetzt müsste ich aber alles haben. Wir gucken noch rein, die Stimmen zum Spiel eben. Und dann war es das erstmal mit der Folge. Beziehungsweise dann gehen wir auch gleich rüber rein in die Auslosung zur zweiten Runde. Ist, denke ich, auch ganz interessant. Badeschlappen, wir haben lange gebraucht, um gut ins Spiel zu kommen. Unter dem Strich war es ein tolles Spiel, weil beide Mannschaften nach vorne gespielt haben. Es wäre einfacher für uns gewesen, wenn wir nach dem zweiten Tor nicht die Vorentscheidung verpasst hätten. Hä? Wenn wir nach dem zweiten Tor nicht die Vorentscheidung verpasst hätten. Wenn wir nach dem ersten Tor das zweite gemacht hätten, dann wäre es einfacher geworden. Ne? Also der Ausgleich hätte einfach nicht fallen dürfen. Okay, beste Spieler ist, denke ich, soweit doch was dabei, weil Hanke heute 5 Buden gemacht hat. Auch nicht schlecht. Stöger mit 3, Maxi mit 3, Ronny mit 2, Exlager 2. Wo kommt denn jemand von uns? Hier ist mal Nilsson mit einem auf Rang 39. Aber das ist ja kackegal hier im DFB-Pokal, wie das Ganze aussieht. Und von dem her würde ich sagen, war es das erstmal mit dem Spiel hier gegen Leipzig. Und wir gehen mal rein ab in die Auslosung.